Ja? Guten Tag, Herr Durand. Mein Name ist... Es ist 8 Uhr morgens. Entschuldigen Sie, es ist äußerst wichtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie Sie alle wissen, gibt es einen neuen Krieg. Dieses Mal zwischen dem Sudan und Ägypten. Das ist natürlich der Titel. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis der Kampf um das Nilwasser endgültig eskaliert. Wenn die Sudanesen einen Staudamm nach dem anderen bauen. Wo ist Marcel? Er steckt im Stau. Er soll sich gefälligst hierher bewegen. Er muss das schreiben. Wir brauchen Interviews mit den Botschaftern beider Länder. Hintergrundinformationen, historische Bedeutung des Nils, seinen Einfluss auf die Aufteilung Afrikas, die Suezkrise, den Zusammenbruch des europäischen Kolonialismus. Ich sag's ihm. Und Julia? Ja? Bitte kommen Sie in mein Büro. Ich habe einen wichtigen Auftrag für Sie. Woher haben Sie diese Nummer? Das kann ich Ihnen nicht am Telefon sagen. Woher haben Sie diese Nummer? Kommen Sie zu mir. Ich bitte Sie. Blowback. Der Auftrag. Von Elodie Pascal. Regie. Nehmen Sie Platz. Elisabeth Putz. Haben Sie schon davon gehört? Oder gelesen? Das DIMA. Es ist das erste Unterwasserseehotel der Welt, das tatsächlich fertiggestellt wurde. Ich habe die Presseunterlagen bekommen. Es wird heute Abend eröffnet. Ich will, dass Sie dorthin fahren. Aber... Wir wissen alles über den Sudan und Ägypten. Aber keiner weiß, wer in diesem DIMA sitzt. Den Unterlagen nach zu urteilen, ist es ein einfaches Luxushotel, das eben unter dem Wasser liegt. Eine Nacht kostet 15.000 Dollar. Wieder so ein Koloss für die Schönen und Reichen. Aber nebenbei auch eine Mikronation. Ich will wissen, wer das gebaut hat, wer das bezahlt hat, wem das gehört. Und ob dort noch etwas anderes gemacht wird, außer schwimmen, tanzen und sich entspannen. Haben Sie mich verstanden? Aurora Schwarz, Geschäftsführerin der Blue Company. Bitte, kommen Sie. Woher haben Sie meine Nummer? Möchten Sie etwas trinken? Kaffee vielleicht? Nein, danke. Ich bevorzuge Wasser. Welche Marke? Ja, es ist mir egal. Die schmecken doch alle gleich. Tun Sie das? Danke. Warum haben Sie es sich anders überlegt, Herr Durand? Wissen Sie, was man uns als erstes beibrachte? Man brachte uns bei, Menschen zu lesen. An der Haltung ihres Körpers, an ihrer Mimik, ihrer Gestik, am Klang ihrer Stimme. Klang sie so verzweifelt, meine Stimme? Ganz im Gegenteil. Es stört Sie doch nicht, wenn ich rauche? Natürlich nicht. Der Klang Ihrer Stimme widersprach der Dringlichkeit Ihres Anliegens. Haben Sie sich schon jemals geirrt? Jedem passieren Fehler. Sagt Ihnen der Altar do Chão Aquifer etwas? Nein. Er liegt im Norden Brasiliens und ist eines der größten Grundwasserreservoirs der Welt. Ein riesiger Süßwassersee unter der Erde. Größer als England, Frankreich und Spanien zusammen. Er wurde 2010 entdeckt. In demselben Jahr, in dem die Vereinten Nationen Wasser zum Menschenrecht erklärten. 2017 ließ sich dort der französische Energieversorgungskonzern GDF Suez nieder. Ebenso wie die britische Firma Thames Water, Coca-Cola und diverse Bier- und Saftproduzenten. Alle wollten sie ihn haben. Den begehrtesten Rohstoff der Welt. Entdeckt und erforscht wurde der Altar do Chão Aquifer von einer der wichtigsten Geophysikerinnen weltweit. Josephine Emanuel. Sie ist verschwunden.
Ich möchte, dass Sie sie finden. Ja, dein Visum, Sie haben es soeben ausgestellt. Danke, Laura. Der Hubschrauber holt dich um 18 Uhr ab und bringt dich hin. Danke. Erstens. 16. August 2047. Die Fakten. Roy Bates, ein Eigenbrötler mit Hang zum Fantastischen und Ex-Major der britischen Armee. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Frau zu einer Prinzessin zu machen. 1967 kauft er eine alte Militärplattform mitten im Meer. Er ernennt diese Plattform zu einem Fürstentum. Das Fürstentum Sealand entsteht. Eine Mikronation. Mit eigenem Pass, eigenen Briefmarken, eigener Währung, eigenen Gesetzen. 2012 stirbt er. Sein Sohn Michael betreibt die Plattform weiter. Er kommt 7 Jahre später ums Leben. Nach seinem Tod wollen dessen Söhne die Plattform verkaufen. Angebote gibt es viele. Ein Casino interessiert sich, ebenso wie Hoteliers und Organhändler. Eine dubiose Computerfirma will ihre Server dort aufstellen. Schließlich erwirbt es der Milliardär Samuel Trautmann. Er rangierte auf der Forbes-List der reichsten Menschen der Welt auf Platz 5. Exzellente Kontakte. Bilderberger, Freimaurer. Trautmann beginnt, die alte Militärplattform umzubauen, zu vergrößern. Er will sich den Traum des ersten Unterwasserseehotels der Welt verwirklichen. Kurz vor seinem Tod vermacht er das nahezu fertige Hotel einer Person namens Tlaloc. In der aztekischen Mythologie ein bedeutender Regengott. Josephine Emanuel arbeitet seit Jahren für die Blue Company. Sie hat vor kurzem ein Grundwasserreservoir entdeckt, offenbar noch größer als der Alter du Schauer-Gefähr. Sie war auf dem Weg in die Firma, um uns die genauen Koordinaten mitzuteilen und die geologischen Untersuchungen zu besprechen. Ich nehme an, sie hat nicht wenige Feinde. Sie wurde nie direkt bedroht. Zumindest weiß ich nichts davon. Unser größter Konkurrent, Universal Waters, wollte sie vor Jahren abwerben. Man bot ihr eine immens hohe Summe, aber sie lehnte ab. Faktum ist, dass es um Zeit geht. Wer als erstes das Land über dem neu entdeckten Aquifer erwirbt, hat Anrecht auf das darunter befindliche Wasser. Die Koordinaten sollten daher geheim bleiben. Wie lange ist sie verschwunden? 24 Stunden. Wer weiß von ihrem Verschwinden? Nur wir, ihre Arbeitgeber. Sie hat keine Angehörigen, keine Freunde. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit ihr? Wir hatten keinen direkten Kontakt. Aber Josephine Emanuel ist 68 Jahre alt. Sie leidet unter Diabetes. Sie betätigte ihren Sensor vor exakt 24 Stunden und 2 Minuten. Hier sind die Breiten- und Längengrade des Ortes. Mitten in der Nordsee. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Wer sagte das? Wären Sie mit $350.000 zufrieden? Suchen sind gefährlich. Man entdeckt oft Dinge, die man nicht finden wollte. $400.000? 500.000 und... Und? Ich möchte, dass Sie mir sagen, wer Ihnen von mir erzählte. Bringen Sie sie wieder zurück. Guten Abend. Darf ich Ihre Einladung sehen? Natürlich. Schön, Sie im Dima begrüßen zu dürfen, Herr Baxter. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Die Eröffnung des Hotels startet in Kürze. Darf ich Sie zu Ihrem Platz begleiten? Danke. Ladies and Gentlemen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Elias Alami. Ich bin der Manager des DIMA und begrüße Sie sehr herzlich. Die Vision von einem Leben unter Wasser gibt es schon lange. Nicht zuletzt durch Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer begann man von Städten im Meer, von Palästen im Wasser zu träumen.
Das DIMA umfasst 267 Zimmer, 15 Suiten, ein Casino, einen Spa-Bereich, mehrere Restaurants, zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, aber auch Bereiche, wo Sie Ruhe und Erholung finden können. Ich hoffe, Sie verbringen hier einen wunderschönen Abend und stehe Ihnen für Fragen nun gerne zur Verfügung. Sind die Fische, die da draußen herumschwimmen, echt? Nein, Herr Marcolini. Bei diesen Fischen handelt es sich um ausgefeilte Lichtinstallationen unserer preisgekrönten Visual Artists. Sie wirken echt. Eine gute Arbeit. Danke. Bitte? Julia Corim vom Magazin Questio. Bitte, Frau Corim. Wie wir wissen, befindet sich dieses Hotel unterhalb der Plattform, auf der Roy Bates das Fürstentum Sealand gründete. Das ist korrekt. Jeder Gast, der heute Abend hier ist, benötigt ein von Ihnen autorisiertes Visum. Sie haben Ihre eigene Währung. Sie legen Ihre eigenen Gesetze fest. Nach welchen Maßstäben, Herr Alami? Nun, wir verpflichten uns natürlich der Einhaltung der Menschenrechte. Der Charta der Vereinten Nationen sowie der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Aber wenn Sie möchten, können Sie gerne unsere Verfassung lesen. Das würde ich gerne. Derzeit sind die Eigentumsverhältnisse dieses Unterwasserseehotels nicht gänzlich durchsichtig. Wer ist der Besitzer, Herr Alami? Ich hörte, eine Person namens Tlaloc habe es erworben. Ich weiß nicht, woher Sie diese Informationen haben. Aber heute Nacht gehört dieses Hotel uns allen. Wie schön, dich wiederzusehen. Laurent Marcolini, was willst du hier? Dasselbe wie du. Mich ein wenig amüsieren, den Wein genießen, tanzen. Du bist erbärmlich. Aus deinem Mund klingt das wie ein Kompliment. Wo warst du letztes Jahr? Ich habe nichts mehr von dir gehört nach deinem großen Wurf. Wieso so zynisch? Bist du etwa noch immer böse, weil du auch über das Pharma-Thema recherchiert hattest? Ich aber schneller war als du, weil ich über bessere Kontakte verfügte? Überschätze dich nicht, Laurent. Ich habe mich auf ein neues Projekt vorbereitet. Was ist das für ein Projekt? Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Ich überlege, in die Politik zu gehen. Ich bin nicht in der Stimmung für Scherze. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Corim? Ja? Der Direktor des Hotels würde Sie gerne sprechen. Einen Moment. Merk dir eines, Laurent. Ich bin dir immer einen Schritt voraus. Zwei wären besser. Zweites Untergeschoss. Indoor-Pool. Mr. Baxter, sehen Sie sich hier ein wenig um? Ja, das habe ich vor. Ich hoffe, Sie haben Ihre Schwimmutensilien dabei. Wenn nicht, dann helfen wir Ihnen natürlich aus. Danke. Ich schwimme nicht sehr gerne. Wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Guten Abend, Frau Corim. Kommen Sie näher. Möchten Sie einen Schluck Wasser? Nein, danke. Gefällt Ihnen unser Anwesen? Es ist beeindruckend. Danke, Herr Alami, Sie können gehen. Wie ich hörte, sind Sie sehr interessiert an dem DIMA und stellen außerordentlich spannende Fragen. Das liegt in der Natur meines Berufes. Ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhelfen. Verzeihen Sie, ich habe mich Ihnen nicht vorgestellt. Damian Brandner. Ich bin der Direktor des DIMA. Herr Brandner. Wer ist Tlaloc? Woher kennen Sie diesen Namen? Er steht in der Schenkungsurkunde. Als der letzte Inhaber, der Milliardär Trautmann, starb, verschenkte er dieses Hotel. An jemanden namens Tlaloc. Das ist der Name eines aztekischen Regengottes. Das erscheint mir doch etwas merkwürdig. Ja? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Brandner. Ein Gast beschwert sich, dass er beim Empfang nicht eingelassen wurde. Wer?
Ein Herr Baxter. Offenbar hat er seine Einladung nicht dabei. Herr Alami soll ihn beruhigen. Rufen Sie ihn an. Das mache ich. Dringlicher erscheint mir, dass es im 6. Untergeschoss ein Problem gibt. Sie entschuldigen mich? Natürlich. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ich werde jetzt meine Hand von Ihrem Mund nehmen. Und Sie antworten mir leise. Haben Sie mich verstanden? Mhm. Ich habe Sie bei der Hoteleröffnung gesehen. Sie sind Journalistin, ja? Ja. Was machen Sie in diesem Trakt des Hotels? Der Hoteldirektor wollte mich sprechen. Was wollte er von Ihnen? Das geht Sie nichts an. Und jetzt lassen Sie mich los. Seien Sie leise. Hören Sie mir zu. Ich will, dass Sie wieder zurückgehen in das Hotel. Trinken Sie dort ein Glas Champagner, genießen Sie den Abend und vergessen Sie, dass Sie hier waren. Das werde ich nicht tun. Wer sind Sie überhaupt? Was haben wir hier? Chang Mo, chinesischer Staatsbürger, sollte uns Auskunft über die Orte der chinesischen Endlagerung von Atommüll geben. Was hatten Sie ihm verabreicht, Dr. Bishop? Abwechselnd Acedron, das die physiologischen Reaktionen beschleunigt, und Scopolamin, ein aus der Tollkirsche gewonnenes Alkaloid, es verlangsamt die physiologischen Reaktionen. Was können Sie zu dem Verlauf sagen? Die Präparate wurden die letzten 7 Tage verabreicht. Davor haben wir das Übliche eingesetzt. Schlafentzug, Desorientierung, Isolation. Er begann lediglich wirre Dinge zu reden, mehr nicht. Haben wir von ihm, was wir brauchten? Ja. Dann ist sein Tod ein Geschenk. Sind die Drogen daran schuld? Nur bedingt. Was meinen Sie damit? Sie haben ihn zweifelsohne in den Wahnsinn getrieben. Aber der Suizid ist dennoch ihm vorzuwerfen. Wie konnte er sich in dieser Zelle suizidieren? Er hat sich selbst einen Vorderzahn ausgeschlagen und sich mit der Zahnwurzel die Pulsadern aufgeschlitzt. Die Tür ist versperrt. Glauben Sie mir jetzt, dass es besser für Sie wäre, Sie würden schnell hier verschwinden? Die versperrte Tür ist ein Grund, mehr zu bleiben. Ach, gehen Sie.
Wer sind Sie? Der Boss sagte, wir sollen Sie nach unten bringen. Hier ist niemand. Ruf den Boss an. Boss? Wer sind Sie? Immer dieselben Fragen. Was machen Sie da? Das sehen Sie doch. Ich folge Ihnen. Wichtiger als Chang Mo ist unser Neuzugang. Haben Sie schon etwas aus ihr rausbekommen? Sie schweigt. Sie ist diszipliniert. Immerhin ist sie eine hochqualifizierte Wissenschaftlerin. Ich erwarte Ergebnisse, Dr. Bishop. Und Herr Grossmann erwartet Ergebnisse. Finden Sie heraus, wo sich dieser Unterwassersee befindet. Ja? Sie ist weg. Wer ist weg? Diese Journalistin, Julia Corin. Wie konnte das passieren? Hatten Sie etwa vergessen, die Tür abzusperren? Nein. Die Tür ist aufgebrochen und... Und? Und sie hat zwei meiner Männer bewusstlos geschlagen. Sie hat zwei ihrer Männer bewusstlos geschlagen. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Nein. Finden Sie sie! Und, Herr Alami, sorgen Sie gefälligst dafür, dass diese Hoteleröffnung reibungslos verläuft. Sie wissen, dass wir dieses Hotel brauchen. Wer sind Sie? Mein Name ist Diréo Durand. Und was machen Sie hier? Gehören Sie etwa zu Laurent Marcolini? Hat er Sie geschickt? Ich kenne keinen Laurent Marcolini. Was machen Sie hier? Ich suche noch jemanden. Was sind Sie? Ein Agent? Ein Suchhund? Ein Killer? Nennen Sie es, wie Sie wollen. Auf der Erde hat es nur viereckige Uhren gegeben. Und auch die Erde war viereckig. Und die Häuser hatten keine Dächer und es regnete ein. Hallo? Hallo? Dann haben sie ein Dach erfunden. Geht es dir nicht gut? Dann ist die Erde rund geworden und dann ist alles rund geworden. Nur die Uhren... Und die Häuser sind viereckig geblieben. Wie heißt du? Sie reagiert nicht auf mich. Sagt Ihnen der Name Mincentri etwas? Nein. Mincentri war ein ungarischer Kardinal. Er galt als möglicher Nachfolger des Papstes, ein einflussreicher Mann. Er war gegen die kommunistische Machtübernahme in Ungarn, aber kein Revolutionär. Und in dem Schnee... Man verhaftete ihn am Weihnachtsabend 1948. 5 Wochen später wurde ihm der Prozess gemacht. Und? Mincentri war nicht mehr derselbe. Er sprach monoton, mechanisch und mit langen Pausen. Er war wackelig auf den Beinen. Seine Augen waren nur halb offen. Er hatte Probleme, dem Prozess zu folgen. Und gestand schließlich, den Raub der ungarischen Kronjuwelen eingefädelt zu haben, mit dem ausdrücklichen Ziel, Otto von Habsburg zum Kaiser von Osteuropa zu krönen. Außerdem gab er zu, sich zum Sturz der kommunistischen Regierung verschworen und den Dritten Weltkrieg geplant zu haben, um, sobald dieser von den Amerikanern gewonnen wäre, die politische Macht in Ungarn an sich zu reichen. Er war 5 Wochen im Zauberzimmer gewesen. Wie dieses Mädchen. Das Zauberzimmer ist ein kleiner Raum.
mit unregelmäßigen Formen, mit ovalen Türen zur visuellen Desorientierung, mit permanent rotierenden Lichtern, mit einem schiefen Bett, damit man nicht schlafen kann, mit versteckten Lautsprechern. Man schläft nackt mit Opernmusik ein und wacht angezogen zu den Schreien gequälter Menschen auf. Kurz, eine furchterregende Werkstatt zur Vernichtung des menschlichen Willens. Und woher wissen Sie das alles? Weil ich selbst in einem war. Eins, zwei, drei. Ich hasse es, wenn Sie zu zählen beginnen. Vier. Sie ist erst 32 Stunden hier. Sechs. Davon 20 im Zauberzimmer. Es braucht eine gewisse Zeit, um einen Menschen zu brechen. Neun. Ich habe aber keine Zeit. Zehn. 12. Möglicherweise bekommen wir die Information schneller über den Chip. 14. 15. Ich implantiere ihn. 16. 17. Krossmann erwartet Resultate. Wir benötigen die Koordinaten. 20. Der Chip speichert alle Gedanken, 22. alle Träume, 25. alle Informationen. 25. Ich weiß, was der Chip macht. 25. Diese neue Technologie. Er hat uns noch kein einziges Mal weitergeholfen. Die Leute träumen von ihren Kindern, von ihren Verwandten, von ihren verdammten Hunden. Sie denken an ihr Zuhause oder daran, uns umzubringen. Sie denken nie an die Informationen, die wir von ihnen haben wollen. 40. Drittens, 16. August 2047. Die Fakten. Tlaloc baute ein geheimes Haftzentrum. Der Ort eignet sich bestens dazu. Eine Mikronation auf hoher See. Ein Hotel zur Tarnung unter dem Meer. Das Hotel sauber, beleuchtet. Fischinstallationen, künstliches Sonnenlicht, künstliche Wasserfälle, Indoor-Golfplätze, Marmorböden. Hier enge Gänge, kleine Zimmer. Das offene Meer nur 50 cm Mauerwand entfernt. Kein Tageslicht, dunkel. Sechstes Untergeschoss. Sternenzimmer. Wen suchen Sie im Zauberzimmer? Mein Zielobjekt. Wer ist Ihr Zielobjekt? Der Chip ist implantiert. Bringen Sie sie zurück ins Zauberzimmer. 41, 42, und verweigern Sie ihr die Nahrung. 41, Herr Brandner. 45, haben Sie diese Journalistin 46, endlich gefunden? Nein. 47, aber wir wissen, dass sie nicht 48, allein ist. 49. 50. Zehntes Untergeschoss. Zauberzimmer. Hier ist niemand. Suchst du jemand Bestimmtes? Herr Brandner. Es verwundert mich nicht ausgerechnet, dich hier wiederzusehen. Woher kennen Sie sich? Darf ich ihn vorstellen, Dr. Bishop? Ein Jugendfreund. Dario Durand. In Begleitung der wunderschönen Frau Corinne. Das ist der Mann, der uns zusammengeschlagen hat. Sind Sie etwas stolz darauf?
Nein. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 20 Jahre und 7 Tage? Zählst du auch die Stunden? Wer hat dich geschickt? Wo ist sie? Wer? Du weißt genau, von wem ich spreche. Nein. Ich dachte, du seist wegen mir hier. Auf einen Besuch. Der guten alten Zeiten wegen. Wie geht es Kilian? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ist er auch hier? Muss ich mich auch um ihn kümmern? Du hattest schon immer einen Hang zum Größenwahn. Es wundert mich, dass du ihn vor 20 Jahren nicht schlagartig verloren hast. Die Welt ist voller Wunder. Wo ist sie? Nach wem suchst du? Nach Josephine Emanuel. Unsere Geophysikerin hat es dir also angetan. Wer schickt dich? Die Blue Company? Die Mare AG? Die United Water Corporation? Ist das wichtig? Was mache ich nur mit dir? Kilian kritisierte schon damals, dass du zu oft laut denkst. Er hat sich dennoch für mich entschieden in unserem kleinen Wettbewerb. Dich wird niemand vermissen. Aber diese kleine Journalist... Hören Sie auf! Ganz ruhig. Die ist ein wirkliches Problem. Lass sie los. Sonst was. Dr. Bishop? Ja? Lassen Sie sich etwas Schönes für die beiden einfallen. Gerne. Aber passen Sie gut auf sie auf. Sie sind unsere Ehrengäste. Noch weiter viel Vergnügen im Zauberzimmer. Warum wächst am Himmel eigentlich kein Gras? Woher kennen Sie Damian Brandner? Ah, so nennt er sich nun. Warum? Wir waren einmal Freunde. Fällt man nachts nicht aus dem Bett? Das habe ich auch mitbekommen. Wieso fallen Vögel beim Schlafen nicht vom Baum? Wir waren in demselben Ausbildungszentrum. Einem Ausbildungszentrum für Agenten. Wie viele Stacheln hat ein Igel? Wir waren die Jüngsten. Gerade einmal 12 Jahre alt, als wir uns kennenlernten. Wir hatten beide unsere Eltern verloren und waren dorthin geschickt worden. Man brachte uns alles bei. Schießen, Zielen, Kampfkünste, Abhörmethoden, Foltermethoden, das Lesen von Menschen, das Überleben in Folterräumen wie dem Zauberzimmer. Unser Ausbilder hieß Kilian von Dahl. Er war eine Legende, großgewachsen, starkköpfig, ungeduldig. Die Ausbildung dauerte 8 Jahre. Dann ließ man uns an unseren ersten Auftrag. Er war simpel, eine einfache Suchaktion. Aber er war ein Wettbewerb. Es hieß, wer gewinnt, darf bleiben, der andere muss gehen. Damian war langsamer als ich und durfte trotzdem bleiben. Das ist die Kurzversion dieser Freundschaft. Wollen Sie nicht Ihr Aufnahmegerät zücken? Weshalb? Nur damit Sie auch nichts vergessen. Wie kommen wir hier wieder raus? Tibet wird ganz unweigerlich zu einem der wichtigsten strategischen Gebiete werden. Dieses Eis ist die Wasserbank Asiens. Wenn es schmilzt, gibt es eine Periode mit Überschwemmungen. Bangladesch wird unter Wasser stehen. Pakistan wird mit einer massiven Katastrophe konfrontiert sein. Große Teile Indiens werden zunächst mit Hochwasser und danach mit Dürren zu kämpfen haben, weil 37 der großen Flüsse des Landes aus dem Himalaya kommen. Der Ganges wird 2/3 weniger Wasser führen, wenn die Gletscher verschwinden. Chinas ökonomische und politische Stabilität wird zerstört, wenn Yangtze, Mekong und der Brahmaputra weniger Wasser führen. Ein ganzer Kontinent wird ängstliche Blicke auf dieses Gebirge werfen, dem die Tibeter vor Hunderten von Jahren den Namen »Das kostbare Juwel im Schnee« gaben. Verstehen Sie, Herr Brandner, warum ich Ihnen diese künftigen Fakten darlege? Natürlich, Herr Minister.
Die Regierung entführt nicht des Spaßes halber eine der erfolgreichsten Wissenschaftlerinnen der Welt. Und die Regierung betreibt nicht dieses Hotel, damit Sie hier Däumchen drehen. Ich habe kein Interesse daran, dass sich Chinesen, Inder, Ägypter oder irgendein anderer Konzern das Reservoir unter den Nagel reißen. Nur weil Sie es nicht schaffen, aus einer alten Frau Informationen zu bekommen. Universal Waters gehört zu 48% der Regierung, Sie wissen das. Wir kaufen das Wasser teuer und verkaufen es noch teurer. Und wenn es einen Engpass gibt, spielen wir kurz die Retter in der Not. Ihre Aufgabe in dieser Szenerie ist vergleichsweise einfach. Also, erfüllen Sie sie! Sind Sie bereit für dieses Abenteuer? Öffnen Sie die Tür. Öffnen Sie die Tür oder sie ist in einer Minute tot. Mach schon. Mach schon, öffne die Tür. Dr. Bishop? Dr. Bishop! Sie wird in einer Minute wieder aufwachen. Schließen Sie sie ein. Geben Sie mir den Schlüssel. Und Sie sagen jetzt, wo Josephine Emanuel ist. Ich weiß es nicht. Wo ist sie? Ich weiß es wirklich nicht. Die Leute hier haben Nummern. Ich kenne ihren Namen nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie hier sind. Das weiß alles nur der Boss. 3488 3489 Dr. Bishop hat ihr einen Chip implantiert. 3490 Er speichert ihre Gedanken. Ich wiederhole. 3491 Wie Sie an die Informationen kommen, ist mir egal. Von mir aus prügeln Sie sie aus ihr heraus. 3492 Ihr Leben scheint ihr nichts mehr wert zu sein. Sie hat niemand gefragt. Dafür bezahlen wir Sie immerhin, dass Sie den Mund halten. Sie sind dafür zuständig, zu gegebener Zeit Universal Waters zu informieren, dass wir eine neue Wasserbank entdeckt haben. Und dann schlagen Sie problemlos einen 3%igen Gewinn heraus. Das können Sie doch so gut, sich mit Konzernchefs anfreunden. Herr Brandner, wir haben die beiden hier im Marmorzimmer festgenommen. Minister Grossmann. Laurent? Wer ist das? Ich bin euer Blowback. Anscheinend funktioniert dein Kopf noch einwandfrei. Du erinnerst dich sogar noch an die Begriffe des Geheimdienstes. Was ist ein Blowback? Blowback ist eine Metapher für den Rückschlag, für die unbeabsichtigten, störenden und unerwünschten Folgen einer verdeckten Operation. Bringen Sie ihn weg. Und kümmern Sie sich endgültig um ihn. Und wer sind Sie? Das ist eine frühere Kollegin, Frau Corim. Eine Journalistin also. Sie werden einen Unfall gehabt haben. Auf dem Weg zurück zum Festland. Das Meer ist wild, ungestüm. Eine Tragödie. 5798. Was haben Sie hier zu suchen, Herr Minister? 5798. Ist das nicht offensichtlich? 99. 5800. Wussten Sie, dass Johannesburg die erste Stadt war, die Trinkwasser aus einem Nachbarland importierte? Ja. Das war eine rhetorische Frage. Der Mensch ist ein bequemes Wesen, während sich wilde Tiere das ganze Leben um ein Wasserloch scharen müssen. Wollen wir es unbedingt dorthin bringen, wo wir wohnen? Und einige der weltweit größten Unternehmen... Und die Regierung? Unterbrechen Sie mich nicht, wenn ich Ihnen noch den Gefallen tue, Sie aufzuklären.
Wohin gehen Sie, Laurent? Ich bin gleich wieder zurück. Universal Waters ruft an. Einige der weltweit größten Unternehmen bemühen sich seit Jahren darum, die Kontrolle über die Wasserversorgung in Großstädten auf der ganzen Welt zu erlangen. Die USA verlieren durch den Wassermangel jährlich immerhin 600 Milliarden Dollar. Und der wasserreiche Nachbar im Norden profitiert davon. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und deshalb foltern Sie Menschen? Seien Sie doch nicht so dramatisch. Seit Jahrtausenden geschieht nichts anderes. Die alte Frage nach dem Wert eines einzelnen Menschenlebens, wenn es um die Gemeinschaft geht, will ich hier nicht diskutieren. Noch dazu, wo dieser Mensch 68 Jahre alt ist. Sie wollen doch auch sauberes Trinkwasser. Also, kommen Sie mir jetzt nicht mit Moral. Wer ist Tlaloc? Was ist das? Feueralarm! Vernon! Kümmern Sie sich darum! Und Sie! Sie kommen mit mir! Oh, das Biest hat mich gebissen! 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017. Hier! Schnell, schnell! 7018, 7019, 7020. Wenn du es eilig hast, dann mach einen Umweg. Das ist eine japanische Weisheit. Es wartet ein Hubschrauber an Deck. Wir müssen uns beeilen. Viertens. 17. August 2047. Die Fakten. Das DIMA, ein psychologischer Atomreaktor, wird von der Regierung betrieben. Ja? Der Firmenarzt sagt, sie wird sich bald wieder erholen. Er sagt, es sei ein Wunder, dass sie das alles so gut überstanden hat. Er meint, sie hat einen Willen wie ein Panther. Ich will Sie etwas fragen. Fragen Sie. Was genau unterscheidet die Blue Company von Universal Waters? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Beide Firmen haben einige Gemeinsamkeiten. Das Interesse am Kauf von Wasservorkommen weltweit. Der Verkauf von Wasser weltweit. Unsere Wassersorten werden in den besten Restaurants angeboten. Sie rangieren neben den teuersten Weinen. Es sind die Zusatzstoffe, die den Unterschied ausmachen. Universal Waters arbeitet mit Chlor. Dass Chlor krebserregend ist, wissen wir seit mehr als 50 Jahren. Universal Waters entwickelte ein Verfahren, um den Geschmack zu neutralisieren. Das ist der Grund, weshalb Josephine Emanuel für uns arbeitet. Ist ein Scheck für Sie in Ordnung? Solange er gedeckt ist. Das ist er mit Sicherheit. Woher hatten Sie meine Nummer? Der Kontakt ist hier. Er wartet im Nebenzimmer auf Sie. Meine Lieblingskollegin. Kollegin? Du bist doch jetzt in der Politik? Das war ich. Hat Grossmann dich etwa gefeuert? Ich brauchte ein Jahr, um sein Vertrauen zu gewinnen. Woher wusstest du, dass die Regierung mit Universal Waters zusammenarbeitet? Ich werde dir nicht meine Kontakte verraten. Was ist mit Durand? Wirst du seine Geschichte erzählen? Er weiß mehr, als du denkst. Das nächste Mal wäre es besser, du bist mir 5 Schritte voraus. Ich wusste, dass nur du sie zurückholen kannst. Kilian von Dahl. Es freut mich, dich wiederzusehen. Nach so langer Zeit. Meinen besten Schüler. Ich war einer deiner besten Schüler. Das warst du. Was hast du mit dieser Sache zu tun? Man studiert die Sprache des Körpers. Man lehrt sie jahrelang und doch gibt es Menschen, die von all dem Gelernten, von all dem Beobachtbaren plötzlich abweichen, die man nicht mehr einschätzen kann, die auch ihre Körpersprache gezielt einzusetzen wissen. Von wem sprichst du? Von Damian Straub.
Er heißt nun Damian Brandner. Er hatte euren Wettbewerb verloren. Und dennoch hast du ihm den Vorzug gegeben. Das habe ich. Weil ich wusste, dass ich ihn betreuen und kontrollieren muss. Du konntest auf eigenen Beinen stehen. Ach, rührend. In den Jahren danach, nachdem du weg warst, begann er gezielte Lobbyarbeit in der Firma zu machen. Gegen mich. Er hat es also geschafft, dich von deinem Thron zu stürzen. Das hat er. Möchtest du etwas trinken? Ein Scotch, ein Whisky? Ich trinke nur Wasser. Findest du ihn nicht faszinierend, diesen Lebenskreis, diesen unendlichen Zyklus? Wovon sprichst du? Das Wasser, das du trinkst, könnte die Verdünnung des Giftes in Sokrates' Becher gewesen sein. Es könnte im bekanntesten aller Brunnen in Rom zirkuliert haben oder dazu verwendet worden sein, die Haut der chinesischen Kaiser in ihren rituellen Bädern zu reinigen. Es verbindet alle Lebewesen zu allen Zeiten. Bis wann haben Sie die Geschichte fertig? Mir fehlt ein Puzzleteil. Welches? Tlaloc. Ich weiß nicht, wer oder was es ist. Mein Informant wird es mir sagen können. Wer ist Ihr Informant? Ist Ihnen nicht gut, Herr Durand? Hat Ihnen das Wasser nicht geschmeckt? Ich will, dass du ihm von mir berichtest. Ich will, dass du ihm sagst, dass ich der Eigentümer der Blue Company bin. Dass Josephine Emanuel wieder gut bei uns angekommen ist. Dass es nur einen Gewinner geben kann. Machst du das? Hast du etwas schlecht geträumt? Wo bin ich? Sie sind in guten Händen. Wo bin ich? Zu Hause. Bei mir. Im Zauberzimmer. Blowback. Der Auftrag von Elodie Pascal mit Mariam Saré, Manfred Lehmann, Stefan Krause, Udo Schenk, Carmen Maya Anthony, Martin Engler, Luise Luno, Sabine Falkenberg, Friedhelm Tock, Emily Cox, Wolfgang Kondrus, Lilith Stangenberg, Roland Hemmo, Pitt Bukowski, Mandy Rutzki, Christian Blümel, Jörg Hartmann, Peter Miklusch und Britta Steffenhagen. Ton Bernd Friebel. Technik Gunda Herke. Zusätzliche Sprachaufnahmen Jean-Boris Tschimtschak. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Elisabeth Putz. Produktion Deutschland Radio Kultur 2014. Laurent Magolini? Es geht weiter. Laurent, ich brauche deine Hilfe. Schon wieder. Blowback. Die Suche. Hast du etwas bei deiner Recherche übersehen? Ich muss in das DIMA zurückkehren. Das Audiogame von Deutschland Radio Kultur und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Bist du lebensmüde? Ich habe dir soeben geholfen, von dort zu fliehen. Sie haben Dario Durand. Als kostenloser Download im iTunes App Store. Nur er weiß, wer Tlaloc ist. Durand ist also dein Informant.
Du kennst die Pläne dieses Labyrinths. Besser als du. Was bekomme ich? Wir teilen uns die Rechte am Exklusivinterview mit Durand. Könntest du dich bitte entscheiden? Wann geht's los? Jetzt.